Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zu Kim Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Spyro 2 auf der PlayStation. Wir sind immer noch dabei, die Spiele alle nochmal durchzuspielen, bevor das Remaster rauskommt und sind aktuell dabei, hoppala, diese kleinen, niedlichen Biester einzufangen. Ich weiß nicht genau, oh scheiße, was es darstellen soll, aber es ist verdammt niedlich und sie sind verdammt schnell. Sie haben Zündkerzen gestohlen. Ich weiß nicht warum, weil die sehen gar nicht so aus, als wären die fies, aber es ist nun mal passiert. Sie haben es wirklich getan. Und wir müssen versuchen, ihnen die Zündkerzen wieder abzuluxen. Und momentan sehe ich eigentlich nur eine Stelle hier auf der Map als geeignet dafür. Das ist das hier. Oh, shit. Und ich schaffe es nicht. Ich krieg's nicht gebacken. Das ist so ziemlich der einzige Ort, der mir einfällt. Ups. Das war sie nicht, da wollte ich hin. Man müsste ihm da irgendwie den Weg abschneiden. Mal gucken, wir versuchen nochmal unser Glück. Da, das könnte klappen, das könnte klappen. Ja, das ist, sehe ich als einzigen Punkt sozusagen, wo das klappen könnte. Na, schauen. Vielleicht eher Feuer und dann doch nicht draufhauen. Muss mal gucken. Wir schauen mal. Oh, was war das denn, Spyro? Spyro hatte keine Lust zu springen. Das ist auch so anstrengend, trotz dieser Superfähigkeit. Man muss halt immer noch seine Muskeln anstrengen. Und auch Spyro möchte mal Wochenende machen. Ja, Spyro, du kannst Urlaub machen, wenn wir hier, ne, die Welt gerettet haben vor Ripto. Aber auch nicht so wirklich, dann kommt noch der dritte Teil. Aber dann kannst du Urlaub machen, bis das Remaster kommt. Und dann darfst du in so wunderschön wie noch nie zuvor. Au. Also ich bin etwas überfragt, muss ich sagen. Wir können natürlich mal versuchen, das in eine andere Richtung zu denken, indem wir den umdrehen. Aber ich glaube nicht, dass es dann besser wird. Da! What the fuck? Okay, das war jetzt unerwartet einfach. Bleibt noch einer über. Und da weiß ich auch, wo der ist, aber ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Wir gucken mal. Wahrscheinlich ist die letzte Kugel in diesem schwebenden Ding da drin. Also, der letzte. Ach, guck mal da. Da ist noch Zeug. Das ist doch schön. Können wir noch ein bisschen was looten. Nett. Den letzten. Ah ja, da ist der Weg. Da müssen wir lang. Okay. Der letzte ist da hinten bei so einer Kochstelle. Da muss man sich tatsächlich jetzt fragen, wie man den denn am besten erwischt. Ach du Scheiße. Er geht dann da wieder hoch und dann rennt er wieder. Okidoki. No, das wird ja noch lustig, doch. Wie machen wir das denn am besten? Wahrscheinlich wirklich am besten hier so raustauchen und ihn dabei weghauen. Das wird wahrscheinlich der beste Weg sein. Wir irgendwas mitmachen? Nö. Nur Deko. Und wir jetzt versuchen, aus dem Wasser anzugreifen. Das könnte wirklich klappen. Aber ist ein bisschen schnell, der Typ, ne? Ich will nichts sagen. Oh, Kacke. Vielleicht, wenn wir die Richtung wechseln. Wenn wir jetzt andersrum angreifen. Ah! Jawoll! Richtung gewechselt läuft doch einfach nur. Es läuft doch einfach. So. Oh. Juhu, ich bin wieder im Geschäft. Hier, junger Drachenfreund, nimm das. Es hat Museumswert, aber du verdienst es. Dankeschön. Kügelchen oder was? Wunderbar. Noch 9 Kugeln. Zip. Und in dieser Map hier gibt es eigentlich auch noch eine. Eine fehlt noch. Die ist bestimmt da oben drin. 100 pro. 100 pro. Aber wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das machen?
Ich wüsste jetzt so ad hoc keinen guten Ort, um da so einen Angriff zu starten. Eigentlich geht das echt nur, indem man aus dem Wasser da rauseiert. Mit viel Anlauf. Und selbst dann wird das komisch. Wir versuchen es nochmal. Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie machen wir das? Also es wird 100 pro die letzte Kugel sein. Die ist nämlich eklig. Oh, warte, hier ist so ein Sprungfederteil. Ah, das könnte klappen. Das könnte doch klappen. Kugel? Kugel? Keine Kugel? Verdammt. Wo gibt's denn die letzte Kugel? Also uns fehlen noch drei Dinger und eine Kugel. Und ich würde sagen, wir haben das Mäppchen haben wir jetzt aber schon komplett durchanalysiert. Da gibt's doch jetzt nichts mehr, was uns noch irgendwie fehlt. Aber hier ist noch irgendwas. Nee. Sah nur so aus. War ein Grafikbug. Speichern wir bitte zwischen. Dankeschön. Letzte Kugel. Ist doch irgendwas mit den Dingern hier. Vielleicht erzählt er jetzt was anderes, nachdem wir es geschafft haben. Mal gucken, ich rede nochmal mit ihm. Nichts ist mehr, wie es war, seit unser Zauberbrunnen aus ist. Es würde echt helfen, wenn du herausfinden könntest, was hinter diesem Desaster steckt. Das haben wir ja gemacht. Der Zauberbrunnen müsste auch wieder an sein, oder nicht? Oder müssen wir da noch was tun? Ja, der Zauberbrunnen ist wieder an. Oh, was fehlt denn jetzt noch? Was fehlt denn jetzt noch? Mal sehen, was ist das? Ich versuche mal hier... Vielleicht ist im Nest irgendwas drin. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung mehr, wo jetzt noch die letzte Kugel sein soll. Was könnte denn hier noch sein? Da oben ist er, den haben wir. Hier unten sind wir überall durch, da war nichts mehr. Dann haben wir das hier. Hab ich da hinten gerade was glitzern gesehen? Da hinten glitzert noch was. Doch hinten hat was geglitzert. Was hat da geglitzert? Ah, guck mal, da haben wir wenigstens das schon mal. Dum-dums. Fast fertig. Wo geht's jetzt hier hin? Ah, der Professor ist noch hier. Spyro, ich bin so froh, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch. Mit meinem zuverlässigen Bleistift kann ich nichts tun. Ich habe ihn wohl verloren. Ich habe dieses Extra-Ei. Vielleicht tauschst du es gegen meinen Bleistift? Ei aufheben und tauschen. Ah, ich weiß wohin. Das Ei kommt mit. Und mit dem Ei müssen wir 100 pro zum Nest. So, wie machen wir denn das jetzt am schlauesten? Ich kann ja nicht schwimmen mit dem Ei im Maul. Aber gleiten kann ich, oder? Mit dicken Backen kann Spyro doch immer noch gleiten. Ja, siehste. Okay. Dann haben wir diese Map nämlich auch gleich dann vollständig. Wusste, dieses Nest sah einfach zu verdächtig aus. Wenn da nichts gewesen wäre, das wäre schon komisch gewesen. So, jetzt ziehen wir einmal genau und block. Na also... Vogel freut sich. Vogel gibt mir Bleistift. Ist das der... Ich brauche keinen Bleistift. Okay, das ist eine... Ah ja, warte mal. Ich habe eine Idee. Das ist eine... Eine Frucht. Und die... muss bestimmt... Hier rein. Und die spuckt jetzt eine Ente aus. Okay, ich nehme die jetzt aber nicht auch ins Maul. Okay, doch, mache ich. Alles klar. Wieso nicht? Nicht runterschlucken, Spyro. Ich weiß, es ist anstrengend jetzt, aber du darfst sie jetzt nicht verschlucken. Das wäre sehr unangenehm.
Mit der kleinen Babyente gehen wir zu Mutti. Die da hinten bestimmt auf ihr Söhnemännchen wartet. Achtung. Hup. Bleistift? Was ist das denn nun wieder? Okay, jetzt haben wir noch was Fruchtmäßiges. Wo muss das hin? Also das Einzige, was mir jetzt noch einfällt... ist in... der Kammer hinter, wo wir den einen Typen verfolgt haben. Da war noch so ein Topf. Da müssen wir bestimmt Suppe draus kochen. Das ist, glaube ich, auch alles. Mehr gibt es nicht mehr. Und da kommt dann, warum auch immer, irgendwie ein Bleistift raus. Okay, das sieht gut aus. Bleistift. Geld, alles klar. Geld kommt in den Brunnen. Das ist ja aber witzig. Aber es ist schon lustig. Ich hätte gedacht, dass es so anstrengend ist, einen Bleistift wieder zu finden. Ich wünsche mir einen Bleistift herbei. Was ist das nun? Das ist der Bleistift, alles klar. Der war so dick, ich habe den nicht als Bleistift erkannt. Okay, damit müssen wir zurück zum Professor. Der war irgendwie so ein bisschen komisch da hinten um die Ecke rum. Prof! Scheiße. Du, wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Was versteckt er sich auch da hinten in der Ecke? So, guck mal hier. Bleistift! Gibst du mir dafür eine Kugel? Mein Bleistift! Jetzt kann ich wieder das Alter des Universums berechnen. Hier, nimm diese Kugel. Elora glaubt, dass ich sie verlieren werde. Ja, ist auch besser, wenn du mir sie gibst. Ich brauche die für den Endboss, weißt du? Rück mal raus, das Teil. Dankeschön. Damit haben wir schon 32, fehlen noch 8. Und es sind noch ein paar Level da. Zaubersumpf, geschafft. Diddli. Das war doch eine ganz nette Map, muss man ja echt so sagen. So. Dann wollen wir mal das Levelchen verlassen. Wo war denn der Ausgang? Da hinten. Nur dann mal nix wie raus hier. Das sah jetzt etwas befremdlich aus, aber es lief. Hauptsache wieder raus, ne? Da scheint jemand glücklich zu sein. Warum, weiß ich nicht so genau. Oh, what the... Er wird, glaube ich, bei seinem Wachdienst am Brunnen nicht nochmal einschlafen. Oh, Tinnitus und weg. Vielleicht hat er hart gesoffen, wer weiß. Man weiß ja nicht, was da vorher abgegangen ist. Speicherfehler, Memory Card wurde verändert. Rückkehr nach Winterufer. Ja, warte, wir müssen gleich mal einfach irgendwie rausfinden, wie man normal speichert. Spiel speichern. Raffst du das mit dem Memory Card? Steckplatz 1. Genau, da will ich hin. Und dann nimmst du diese Datei. Überschreiben? Ja. Wunderbar. Komm, wir speichern gleich noch ein zweites Mal. Warum nicht? Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Wir wissen nie, was passiert. Diddling. Okay. So. Fortfahren. Damit haben wir das erste Level soweit abgeschlossen. Und dann würde ich sagen, gehen wir. Das nächste hieß doch schon so. Ja, einladen, wenn ich mich... Also mir wäre so gewesen, als hätte ich vorhin, als ich hier rumgeeiert bin, da hinten so ein Level gesehen. Aber das habe ich mir wohl wirklich eingebildet. Egal, gut, weiter geht's. Zack, zack, gehen wir mal hier hinein. Hier ist es so lustig eiselig. Und dann ging das hier wohin? Muss das jedes Mal neu öffnen? Was ist das denn? Es ist ein großer Trost, dass du so viele Kugeln gesammelt hast. Mein Hightech-Tor bringt dich zum Wolkentempel. Na dann mal los, würde ich sagen. Wolkentempel, zapp. Das klingt nicht unbedingt gut. Das klingt so wie etwas, wo man die ganze Zeit runterfallen kann. Also eigentlich nicht unbedingt so ein Level, wo ich drauf stehe. Speichervorgang abgeschlossen. Ja, jetzt klappt das doch wieder. Siehst du. Oha. Moin. Oh. Moin. Oh. Was ist denn...
bei euch kaputt. Okay. Gucken wir erstmal, was hier los ist. Ich war Avalas mächtigster Zauberer, bis dieser große Hexer da drüben meinen Zauberstab gestohlen hat. Seine Freunde und er haben mit der Magie die Stadt übernommen. Oder wollen wir uns mal drum kümmern, ne? Gut, wir dürfen uns natürlich möglichst nicht von ihm treffen lassen, das wäre ganz sinnvoll. Jetzt werden wir den wahrscheinlich durch das Level begleiten. Wie viele Kugeln gibt's hier? 3. Alles klar. Dann mal los. Hallo. Oh ja, hier kann man jetzt einfach so rüberlaufen. Das ist doch... Also, oh, mal gut. Lebt es? Lebt es nicht? Oh. Okay, es lebt. Sie brechen aus ihrem Steingefilde einfach aus. Lebt da noch einer oder alle kaputt? Okay. Erstmal vorsichtig umschauen. Langsam, nach und nach. Wir haben ja keinen Stress, ne? Gab's eigentlich schon irgendwas zum Leben auffüllen? Ich glaube nicht, ne? Spark sieht nämlich schon bereits wieder nicht mehr glücklich aus. Sie hat schon einen abgekriegt, du. Oh, aber geht aber wohl noch, ne? So, wir haben hier hinten Feuer gemacht und durch die Feuer ist Glut entstanden, die wir mal mitnehmen können. Gleich. Erstmal gucken wir uns um. Noch wisst ihr nicht, wofür wir die brauchen. Aha. Okay. Es wirft mit Glutbollen um sich. Das ist nicht unbedingt nett, muss ich sagen. Das ist nicht unbedingt nett. So, hier geht es nicht mehr weiter, aber wir können noch ein bisschen Zeug einsammeln. Oh, das ist wieder genau so ein Level. Das sind die Level, auf die ich einfach stehe. Von allem runterfallen kannst. So, da kommen wir gleich nochmal oben lang. Das wird auch witzig. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier entlang und gucken mal, wo uns das hinführt. Hoppala. Moin, einfach gegenrennen. So Heilungszeug oder so habt ihr es hier nicht so in dem Level, ne? Das ist auch überbewertet. Aber immerhin wird schon mal gespeichert. Doing, 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 doing. Oh! Okay, ich habe irgendwas gemacht. Jetzt öffnet sich wahrscheinlich dieser Mund gleich. Klingt erstmal nicht verkehrt. Okay, er hat sich nicht geöffnet. Es wurde einfach explodiert. Und hier gibt's Hells. Dürfte Sparks auch ganz auffüllen. Jo, tut es. Perfekt. Hallo, ihr Süßen. Na? Oh, das ist auch ein Schaf gewesen. Also Schafe sind auch da. Okidoki. Sammeln wir mal so ein Ding. Vielleicht kann ich den ja von weiter weg dann treffen. Wuhu! Okay, nee. Ich würde sagen, es explodiert wieder. Da öffnet sich nichts. Kabums! Okay, der nächste Weg ist freigelegt. Schauen wir uns weiter um. Da hinten ist einer, der hat bestimmt gleich die erste Mission für uns, für so eine Kugel. Sonst sehe der nicht schon so wartend und vorfreudig aus. Aber vorher müssen wir wahrscheinlich erst noch eine gewisse Anzahl an Gegnern besiegen. Moin. So, warte. Erst looten, was geht. Und dann gucken wir mal, was er hier so hat. Moin, oder sie. Das könnte auch eine Dame sein. Oh. Unsere Glockentürme sind von Trollen überfallen worden. Du könntest helfen, aber du kannst die nur schlagen, wenn dieser Powerpunkt aktiv ist. Jo, alles klar. Alles klar.
Also erst Powerpunkt aktivieren, 21 fehlen noch. Dann machen wir jetzt aber erstmal hier einen Break. Ihr habt die Ente gehört, ihr wisst, dass es bedeutet. Wir machen dann eben hier ganz kurz einen kleinen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mit der Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.